Unbeliebt und ungerecht. Wird endlich die Einkommensanrechnung an die Witwen- oder Witwerrente abgeschafft? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, ich hatte es in einem Video schon kurz erörtert, welche Schwierigkeiten und welche komplexe Rechtslage wir bei der Einkommensanrechnung an die Witwen- oder Witwerrente haben. Da geht es also nicht nur um die Frage der Anrechenbarkeit des Einkommens, auch die Frage und auch die Berechnung des Einkommens. Und das sind viele Daten und viele andere Dinge zu beachten, die das ganze Thema extrem kompliziert machen und für den Laien auch wirklich kaum durchschaubar machen, was jetzt hier eigentlich richtig oder falsch ist. Die Einkommensanrechnung an die Witwenrente ist extrem bürokratisch. Sie bindet unglaublich viel Zeit und Kraft. Sie bindet auch viele Akteure ein, die mit der eigentlichen Witwenrente überhaupt nichts zu tun haben. Zum Beispiel Arbeitgeber der Witwen oder Witwer, die müssen hier Formulare ausfüllen über die Einkommenshöhen. Also das heißt, die müssen die Nachweise erbringen. Das muss dann alles auch korrekt sein. Dann muss die Deutsche Rentenversicherung und auch die fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dafür zuständig sind für die Einkommensanrechnung, die stöhnen auch und sagen, um Gottes Himmels Willen, wir haben doch viel Besseres zu tun, als das zu machen. Die müssen dann auch sich mit den Finanzämtern rumärgern, die müssen Steuerberater einbeziehen, es müssen Einkünfte eingeholt werden über Erwerbsersatzeinkommen wie Arbeitslosengeld, wie Krankengeld und einiges mehr. Ja, meine Damen und Herren, und das bindet unglaublich viel Kraft, Zeit, aber auch Geld. Und das ist genau das Problem bei der Einkommensanrechnung. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist auf der Seite der Betroffenen. Die Einkommensanrechnung wird als total ungerecht empfunden. Sie ist erwerbsfeindlich. Das heißt also, die Menschen, die eine Witwen- oder Witwerrente bekommen in Deutschland, die müssen ja schon darunter leiden, dass diese im Schnitt um über 200 Euro gekürzt ausgezahlt wird. Und das bedeutet dann letzten Endes auch Verluste für die und mit Geld, mit dem sie gerechnet haben. Vor allen Dingen Frauen sind davon betroffen von der Einkommensanrechnung. Und deshalb sagen die auch, ja, warum soll ich dann weiterarbeiten, wenn man mir meine Witwenrente kürzt? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich würde zwar gerne weiterarbeiten, aber wenn mir der Gesetzgeber sagt, dass ich meine Witwenrente sozusagen dann nicht in voller Höhe ausgezahlt bekomme, obwohl sie mir eigentlich so zustehen müsste, warum soll ich dann weiterarbeiten? Dann beenden die ihre Arbeit. Oder aber sie kürzen einfach ihre Arbeitszeit, damit sie sozusagen nicht so viel von der Witwenrente abgezogen bekommen oder gar nichts abgezogen bekommen. Und das ist ja auch nicht im Sinn des Erfinders. Und deshalb gibt es auch wirklich kritische Stimmen in der Politik, zum Beispiel von der SPD, auch von der FDP, die sagen, die Einkommensanrechnung muss einfach abgeschafft werden. Sie ist einfach viel zu bürokratisch. Sie kostet uns einen Haufen Geld. Der Ertrag, der Aufwand, den wir hier betreiben, der ist so teuer, dass wir sozusagen im Grunde genommen das gar nicht mehr über die gekürzten Witwenrenten wieder reinholen. Und deshalb macht das alles keinen Sinn. Und deshalb wollen wir eigentlich, dass die Einkommensanrechnung abgeschafft wird. Aber meine Damen und Herren, heute ist der 26.09.2024. Mir persönlich liegt aktuell kein Gesetzgebungsverfahren vor oder ich habe keine Kenntnis davon, dass der Gesetzgeber jetzt daran gehen wird und die Einkommensanrechnung abschaffen wird. Also da gibt es auch keinerlei Bestrebungen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass mit der aktuellen Ampelregierung das noch möglich ist. Wir haben ja schon alleine auch, das ist ein massiver Kritikpunkt, die Probleme mit der Einführung des neuen Sockelbetrages. Das sind die 538 Euro neuer Freibetrag bei Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen. Der sollte ja zum 1. Juli 2025 kommen. Die Einführung ist jetzt verschoben worden auf 2 Jahre später, auf den 1.7.2027, weil die Deutsche Rentenversicherung aus technischen und aus softwaretechnischen Gründen hier die ganze Sache nicht zum 1.7. einführen kann und deshalb braucht sie länger Zeit und deshalb kommt der Sockelbetrag später. Das heißt also, die Betroffenen selbst müssen 2 Jahre länger warten, ehe die Einkommensanrechnung tatsächlich dann kommen wird. Ja, meine Damen und Herren, ich kann nur so viel sagen, alle diejenigen, die das Video sehen, auch Politikerinnen und Politiker, bitte nachdenken, Einkommensanrechnung abschaffen. Damit entlasten Sie viele Menschen, damit entlasten Sie auch die Deutsche Rentenversicherung. Die müsste sich damit nicht mehr rumplacken. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Rentenversicherung haben sicherlich Besseres zu tun, als sich mit den Einkünften von Menschen auseinanderzusetzen, die sowieso schon ein schweres Schicksal hinnehmen mussten und ihre geliebten Partnerinnen und Partner verloren haben. Deshalb also meine Bitte, Einkommensanrechnung abschaffen, so schnell wie möglich, dass wir praktisch diese komplexe Rechtslage endlich beenden können. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.